Hey, hey, hey! Ich bin wieder da nach ewigen Zeiten. Ich bin eigentlich noch beschäftigt damit, mein Review weiter zu basteln, aber es klappt einfach besser, wenn ich zwischendurch wenigstens ein paar Folgen zum Hochladen habe, während ich daran sitze. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat mit dem auf mit diesen Aufnahmen jetzt. Ich hatte seit letzten Monat einen Nebenjob im Sägewerk angefangen, eine richtige Knochenschinderei. Das heißt, hinfahren, wieder zurückkommen, schlafen legen. Das würde zwar ganz gut kommen, wenn ich jetzt jede Nacht wieder aufstehen würde und um 3 Uhr anfangen würde, Neverwinter Nights zu zocken, aber ja, das geht nicht ganz auf. Im Moment ist es, Moment, damit die Uhr auch stehen bleibt, 12:20 Uhr. Gut, also fix rausgelaufen aus dem Grab da unten. Jetzt gucken wir mal, was hier los ist. Es ist jetzt, ja, wie gesagt, einen guten Monat her, dass ich gespielt habe. Ich kann mich noch ganz relativ gut erinnern. Was macht denn der Priester des Helm hier? Einen Segen brauche ich eigentlich nicht. Okay, also wir waren mit dem Grab fertig und nun müssten wir eigentlich zu Schieß mich tot, Anführer der Miliz gehen oder sowas in der Richtung. Ich meine, die müsste da drin sein, aber was ist das denn hier? Besanmast gemischt waren, okay. Das All sagt. right, dear. I'm getting to it. Abgeschlossen. Und sie macht sie auch super. Gib Gas, Lino. Okay, kann ich mithelfen? Moment. Einschlagen. Nein, natürlich kann ich nicht mithelfen. Wir sind so schwach. Können Zahnstocher aus der Kiste machen. Malachit ist ja irgendwie nichts wert, ey. Ah, gehen wir mal rein. Na, ah, es dauert wieder halb ewig. Ah, okay, so. Ein Händler ohne Namen. Wahrscheinlich recht uninteressant macht. Hello there. Ja. Kommt nur her, genau das Richtige, was ihr sucht. Geschäfte nicht mehr, wie es einmal war, aber ich bin immer noch ein Ladenbesitzer. Jupp, zeig mal her. Ein freundlicher Händler, okay. Gibt's hier irgendwas, was ich vom letzten Mal noch habe, was ich verkaufen könnte? Die Edelsteine. Oh, entschuldigt. Es ist zwar mitten am Tag, aber trotzdem bin ich müde. Ja, Edelsteine wiegen nichts, das heißt, ich muss den noch nicht verkaufen. Das Tagebuch bleibt da. Hier, ah, ja, das Kettenhemd zum Beispiel kann weg. Und der Kampf. Warum habe ich einen Kampfstab dabei, der nur ein Gold wert ist? Das ist so eine Art Anfangskampfstab. Ich will jetzt nicht wissen, wie viel der gewogen hat. Das wird mir wahrscheinlich den Kopf zerbrechen. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon wieder auf 28 Gewicht runter. Holy Mother. Okay, dass da unten war noch Fallen, die ich immer noch nicht verkaufen kann? Nein. Okay, Rüstungen, der Standardkram, Nymphenumhang, Schutzumhang, Waffen wahrscheinlich dasselbe, Standard, gut. Tränke haben wir noch en masse. Die normalen Ringe sind nicht so interessant. Und die Beutel hatten wir beim letzten Mal schon. Okay, also ein Händler zum Entrümpeln. Muss es auch irgendwo geben. Verkaufen nichts Sinnvolles, aber nehmen dafür alles. Klingt nach einem Bazar. Nee, Quatsch. Okay, so. Gut verteidigtes Häusler. Da muss jemand Wichtiges drin sein. Und wir wissen es ja eigentlich schon. Wie hieß die Se Se Nee, Sehanine Mondbogen war jemand anders. Aber auch mit irgendwas mit S, oder? Da steht's ja. Genau, Sedos Sebil. Das war's. Erstmal das Haus plündern, so wie immer. Und ich sollte mir angewöhnen, da oben das Inventarfenster wieder zuzumachen, wenn ich es nicht brauche. Sonst blockiert es nämlich die Karte. Karte so klein. Ach du Heiliger, ist wirklich so klein. Oh, da ist noch eine Kiste. Mit ein wenig Diebeswerkzeug. Und, warte mal, auf welcher Taste war ich schnell speichern? F, glaube ich. Ja, F. Sehr schön. Selbst die Tastatur muss ich mich wieder reinfinden. Sure is good to see a friendly face. What brings you here in the midst of all this chaos? You wouldn't be a new recruit, would you? Ich tippe mal, es ist jetzt nur der erste Absatz, der hier vertont ist. Der Rest ist wahrscheinlich nicht mehr vertont. Dafür ist sie einfach nicht wichtig genug. Aber wenn ich mal hingucke, die Klamotten sehen geil aus. Stachel verkleidet. Ist das dann wirklich Kanonen? Vergiss es. Na gut. Sie hat geredet. Ich werde es nur. Wie schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Was führt euch in all dem Chaos hierher? Ihr seid doch nicht etwa der Miliz beigetreten? Ich muss erstmal die ganzen Stimmen wieder reinfinden. Bei Lino weiß ich es noch, aber es ist schwierig für mich als tiefsprechenden Kerl, für jeden weiblichen Charakter eine Frauenstimme zu finden, die unterschiedlich klingt. Das müsste man nachsehen. Okay.
Fürst Maribel hat mich vorübergehend der Miliz zugeteilt. Was ihr nicht sagt, dann wäre, das wäre dann wahrhaftig die erste gute Nachricht des Tages. Ja, ich bin immer eine gute Nachricht. Gebt mir Weisungen. Nee, wer seid ihr? Selos Sebil von der Niewinter Miliz. Ich leite die Operation hier. Und ihr? Mein Name ist Anachon Sin. Ich bin auf Abenteuer aus. Das klingt gut. Auf Abenteuer, so, so. Nun, Anachon Sin, ich könnte eure Hilfe hier auf der Halbinsel gebrauchen. Ist allerdings nicht gerade Dienst nach Vorschrift. Das mag ich am liebsten an den Sachen. Was müsste ich denn tun? Es treiben sich eine Menge sträfliche, Sträflinge herum. Allein der Schutz der Zivilisten übersteigt fast unsere Möglichkeiten. Und dann noch die Seuche. Was ich bräuchte, wäre jemand, der sie ins Gefängnis einschleust und nachsieht, was zur Hölle eigentlich vorgeht. Da wollten wir sowieso rein. Fürstin Aribert hat einen Bonus von 300 Goldmünzen genehmigt für jeden in der Miliz, der mir den Beweis bringt, dass die Situation aufgeklärt ist. Betrachtet es als Gefahrenzulage. Oh, 300 ist nicht wenig. Wie wollt ihr mich in das Gefängnis hineinbringen? Oh, kennt ihr den Weg? Sie führen das Gefängnis wie eine Festung. Sie schicken Truppen hinaus, die Beute machen und sich dann wieder zurückziehen. Wir haben ziemliche Schwierigkeiten, ihnen beizukommen. Ich denke, sie haben wahrscheinlich Schlüssel bei sich, um in die Festung zurückzugelangen, wenn sie mit den Plündern oder was auch immer fertig sind. Bisher hatte allerdings keiner, den wir gefangen haben, einen bei sich. Da ihr den Haupteingang nicht einfach aufbrechen könnt, müsst ihr die Person mit dem Schlüssel suchen. Ich würde in der Nähe der Abwasserkanäle im Südwesten des Viertels damit beginnen. Dort haben wir schon mehrere Gruppen gesichtet. Ja, ich hab's früher erwähnt, in einem dieser Abwasserkanäle, dieser vierfach begehbare im Kreuzschnitt, da ist einer dieser Bandenführer drin und der hat auch einen Schlüssel. Daran erinnere ich mich selbst nach den paar Jahren noch, weil der Typ mir immer so richtig zugesetzt hat, dieses Aas. Oh, kann ich vielleicht ein wenig mehr aus der Sache herausreden? Ich meine, hingehen tun wir sowieso. Ziemlich magerer Lohn für eine Menge Arbeit. Möglicherweise ja. Aber die Sträflinge hier haben alles geplündert und ihr könnt gerne alles behalten, was ihr von ihnen konfisziert. Immerhin. Obwohl, dafür haben wir noch nie eine Erlaubnis gebraucht. Über einen Vorschuss reden wäre es auch nicht interessant. Oh, mit Sicherheit nicht. Wenn ich anfinge, jedem in der Miliz Vorschuss zu geben, dann wäre das Deckel der Stadt bald leer und die Sträflinge würden immer noch ihr Unwesen treiben. Naja, wenigstens ist sie nicht so dämlich. Und sie kämpfen mit zwei Waffen, das finde ich immer gut. Ich bin der richtige Mann für die Sache. Dann viel Glück. Und vergesst nicht, mir den Bericht zu erstatten, wenn ihr das Problem da unten gelöst habt, was auch immer es sein mag. Ich brauche mal wieder einen männlichen Charakter, mit dem ich reden kann. Letztes Mal die Idee mit dem Sächsisch hat mir nämlich gar nicht mal so schlecht gefallen. Gibt es da noch andere Dialekte, die ich vielleicht ausgraben kann? Gut. Ach, bevor ich es vergesse. Ich hatte jetzt schon wieder die Aufnahme überhastet angefangen. Wie man gerade hier sieht, Gesamtgeräuschlautstärke 20%, Musiklautstärke 15%, damit es für die Aufnahme gut ist, damit man mich immer noch hören kann. Aber Stimmlautstärke, ich dachte, das wäre nur für Dialoge gedacht. Nein, es sind noch diese ganzen Angriffsschreie von sämtlichen random NPCs, die mich angreifen. Und das hat letztes Mal ein ziemliches, Geschrei verursacht. Gehen wir mal auf 20% runter, mal gucken, wie laut das ist am Ende. So. Okay, hier waren wir dann soweit. Mhm. Okay, da drüben ist ein Platz, auf dem wir aber schon waren, denke ich mal. Die Tür ist versiegelt. Da ist noch ein Eingang, aber ich tippe mal, der ist ebenfalls versiegelt. Yep. Na, ich tippe mal, jetzt ist sie leise genug, denke ich mir mal. So, und diese Ecke haben wir noch nicht erkundet. Das heißt, danach müssten wir uns eigentlich ins Gefängnis aufmachen können. Ein Scheiterhaufen, ein wenig Diebeswerkzeug, ein Trank. Ist hier noch etwas? Ja, hinter der Säule wahrscheinlich, oder? Oder? Oh, enttäuschend. Na gut. So, alles erkundet soweit. Also denke ich mal, wenn die Karte hier erkundet ist, dass ich dann auch alles betreten habe. Ob ich alles geplündert habe, ist eine andere Sache, aber naja. Ich werde jetzt mal nicht zu viel Zeit verschwenden, jede Leiche auf dem Weg dorthin zu durchsuchen. Aber wir müssen jetzt noch in die Kanalisation rein. Dann wollen wir mal. Also wie gesagt, diese Sägewerkgeschichte, an der ich im Moment arbeite, um ein bisschen Nebengeld zu verdienen, damit ich auch meinen PC noch aufbauen kann. Der braucht nämlich noch ein paar Lüfter für den Durchzug. Hat
so viel an meiner Kraft genagt am Anfang, es war einfach albtraumhaft. Und deswegen bin ich einfach nicht dazu gekommen, mir wirklich die Kraft für eine Spielsession zu gönnen. So, dann wollen wir doch mal anfangen. Als erstes rufen wir wieder unseren Begleiter bei. Der, das ist der Banditenführer. Moment, erstmal. Wo ist mein Horsttierchen? Ich möchte nur. Es ist jetzt ein bisschen ungünstig, dass ich den da hinten beschworen habe, weil eigentlich möchte ich, dass der mich beschützt. Also. Na, bist du so clever? Wahrscheinlich. Na gut, dann machen wir erst noch das Badenlied an. Das dürfte uns ja ein wenig unterstützen. Ja. Und jetzt kommt unser Schreckenslachs auch hierher. Ich möchte ungern gerade, dass der Typ hier vor mir steht. Hatte ich schon einen. Ne, ich hatte noch keinen Angriffszauber ausgewählt. Dann nehmen wir einfach mal aufblitzen. Ich dürfte ihn eigentlich umhauen, wenn ich jetzt Konzentrationserfolg habe. Komm schon, komm schon, komm schon. Gelegenheitsangriff verfehlt, ja. Was? Der Typ bringt mich gerade um und ich mache ihm gar keinen Schaden. Was soll denn der Scheiß? Moment, ich trinke einen Heiltrank. Sonst kriegt er noch einen Gelegenheitsangriff. Warte mal, wie viel heilt der leichte Wundentrank? Steht nicht dran. Jetzt könnten die mal reinschreiben, wie viel Trefferpunkte so ein Trank heilt. Wow, 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 wow. Der Typ greift mich ziemlich fix an. Aber eigentlich müsste der nächste Schuss ihn töten. Ja! So, jetzt kann ich mich positionieren. Linu hält viel aus. Das dürfte mir ein gutes bisschen... Yo, jetzt sind wir unter uns, mein Lieber. So, positioniere ich mich nochmal. Für Magierrüstung muss ich auf Berührungs... Verdammt, Hacke. Ja, das ist das zweite Problem, warum ich den Job angenommen habe. Man dürfte es eigentlich in einem der letzten Videos schon gesehen haben. Inzwischen ist meine Maus defekt. Es ist egal, was ich mache. Wenn ich auf die linke Maustaste zu leicht klicke, dann klickt sie doppelt. Gerade eben gesehen, einmal geklickt und er meint, er müsste den Zauber direkt löschen. Ziel harmlos, erhält einen Rüstungsbonus. Das bringt mir nicht so viel, denke ich mal. Besonderheit, na gut. Im Moment ist noch keiner in Gefahr, also schießen wir erstmal nur. Oh, ein Zehnerangriff. Linu haut wieder rein. Wie gewohnt. Los. Ja, schieß noch an Linu vorbei. Da, den sollst du treffen, wieder ein Zehner. Mein Pet spielt gerade den Tank, das ist sehr gut. Ach, 12. Ohne Linu wäre ich am Arsch. Kritischer Treffer, 8. Du hältst eine Menge aus, Kollege. Ah, aber wir kriegen denn diesmal den Todesstoß. Haha, sehr schön. So, erstmal plündern wir jetzt. Ja, und es zackt einfach, wenn ich mit meiner Maus versuche, Review zu machen, versuche ich Let's Play zu machen und in der Hälfte der Zeit jedes Mal klicke ich irgendwo doppelt, was einfach hier, zum Beispiel wenn ich im Tagebuch, ich habe, bevor ich die Aufnahmen gestartet habe, habe ich zum Beispiel mal nachgelesen, was meine eigentlichen Aufgaben sind. Und ich versuche jetzt mal zu demonstrieren, ich klicke jetzt jedes Mal nur einmal mit der Maustaste. Ja, natürlich. Ah, habt das gesehen. Vorführungseffekt. Das ist Hälfte der Zeit so, wenn ich irgendwo klicke, ohne an diesen Fehler zu denken, dann gehen Sachen wieder auf und zu. Sie passieren einfach, ohne dass ich dann Zutun für habe. Und ach, das ist einfach tierisch nervig. Na, wenigstens kann ich jetzt in der Zeit, wo ich hier am Ruhen bin, auch genug labern für euch. So, wir haben einen Panzerhandschuh gefunden. Was bringt der denn Schönes? Konzentration plus 3. Ja, ich habe noch die Minnesänger-Handschuhe, die bringen Auftreten plus 3. Ich denke mal, solange wir außerhalb des Kampfes sind, ist der Minnesänger-Handschuh besser für uns geeignet. Okay, so, ist hier noch irgendwas zum Plündern? Ich denke nicht, nein. So, jetzt haben wir 2 Möglichkeiten, um das Gefängnis zu betreten. Denke ich übrigens mal einfach logischerweise, weil mir auch keine dritte bekannt ist. Entweder wir gehen jetzt durch die Vordertür, da wir den Schlüssel gerade bekommen haben für jene, oder wir gehen durch das Tanglebrook-Anwesen, wo wir die hirntote Fürstin gefunden haben. Boah, der Gedanke daran macht mir immer noch Schauer über den Rücken, ganz bisschen. So, oh, ist da noch ein Feind? Nein, da ist ein Feind. Oh, ich habe einen Feind stehen lassen. Schande über mein Haupt. Exterminieren.